norwegische Armee den Grenzfluss Pasvik abfährt, ist klar, wem was gehört. Auf der einen Seite liegt Norwegen, auf der anderen Russland. Hier trennt die beiden Nachbarn schlicht der Fluss. Das ist unstrittig. Es gibt aber natürlich auch Orte, wo wir uns nicht einig sind über den Grenzverlauf, besonders im Norden. Da schwelt der norwegisch-russische Konflikt in der Barentssee, dem Meer. Und der Klimawandel heizt ihn noch an. Wir fliegen dorthin, wo die Gefahr schon jetzt gesehen wird, in den Nordwesten von Norwegen. Jeden Morgen landen hier in Sommerøy die Fischerboote an. Sie bringen frisch gefangenen Fisch in die Fabrik. Vor allem Kabeljau, der macht hier 70% aus. Für Norwegens Fischindustrie ist der Kabeljau von enormer Bedeutung. Nach ganz Europa wird er exportiert. Vor allem in Spanien und Portugal ist der Kabeljau gefragt, in der gesalzenen Variante. Nachschub könnte jetzt aber zum Problem werden, denn der Fisch schwimmt den Norwegern davon. Er war weiter unten, im Süden. Jetzt geht er rauf, in den Norden. Das Meer wird wärmer und der Kabeljau schwimmt woanders hin. Ganz in der Nähe der Fischfabrik liegt Tromsø. Insel in der Strömung haben die Wikinger die Stadt genannt und sie liegt tatsächlich in einem Fjord, direkt am Golfstrom. Heute beschäftigt sich hier das renommierte Polarinstitut mit dem Wandel im Wasser und den Folgen für den Fisch. Jan Gunnar Winter ist der Direktor des Instituts. Und was er und seine Kollegen erforscht haben, lässt keine Zweifel zu. Der CO2-Ausstoß hat in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Die Temperatur auf der Erde steigt deshalb an. Die Konsequenzen haben seine Wissenschaftler und er in der Arktis genau dokumentiert. Eis und Schnee schmelzen. Riesige Mengen mildes Süßwasser gelangen ins Meer und vertreiben auch den Kabeljau aus Norwegen. Das ist eine direkte Folge des Anstiegs der Wassertemperatur. Und das gilt auch für andere Fischarten. Sie werden aus Südeuropa weiter in Richtung Norden wandern. Hier bei uns ist die Gegend mit dem meisten Kabeljau in ganz Europa, die Barentssee. Der Kabeljau wird nach Norden und Osten abwandern, was für Norwegen bedeutet, mehr und mehr Kabeljau in russischem Gewässer. Den Fischern gleich nebenan machen diese Entwicklungen Angst. Håvard Johansen ist einer von rund 100.000 Menschen, die in Norwegen von der Fischerei leben. Jeden zweiten Tag fährt er mit seinem Kahn raus aufs Meer. Den Kabeljau verkauft er dann direkt hier am Hafen von Tromsø. Der Klimawandel macht Johansen ratlos. Wenn sich das Meer aufwärmt, kommen, glaube ich, keine Fische mehr zu uns. Höchstens Haie. Fische aus warmen Ländern. Ich weiß auch nicht, die Zeit wird es zeigen. Wir gehen noch einmal zurück an die russische Grenze. Dort, wo der Kabeljau nach und nach hinzieht. Der Hafen von Kirkenes liegt auf der norwegischen Seite, aber hier legen jeden Tag auch russische Riesenkutter an. Dmitri Bereschenko ist Kapitän eines der Schiffe hier und führt uns stolz durch seine schwimmende Fischfabrik. Im Bordbüro zeigt er uns ein Video von seinem letzten Kabeljaufang. Es ist schon jetzt ein Millionengeschäft für russische Fischer. Das Jahr war außergewöhnlich gut. Wir haben 2500 Tonnen in 3,5 Monaten gefangen. Wem all die Fische in Zukunft gehören, ist nicht klar.
Denn die Seegrenze zwischen Norwegen und Russland ist seit 40 Jahren umstritten. Die Soldaten auf dem Grenzfluss werden wohl weiter ihre normalen Patrouillen fahren. Oben im Meer aber könnte es kritisch werden, wenn der Klimawandel den wertvollen Kabeljau in die Grauzone zwischen Norwegen und Russland treibt.